Genau, wie die Jola schon gesagt hat, ist es so, dass viele Revolutionen, viele Arbeiterinnen und Arbeiter und Jugendliche natürlich nach positiven Vorbildern suchen, woran man sich orientieren kann, weil die Veränderung der Welt ist keine Kleinigkeit, und deswegen braucht es auch ein genaues Studium von dem, was wir als Marxistinnen und Marxistinnen in der Geschichte schon für Erfahrungen gesehen haben und damit irgendwie daraus lernen können. Genau. Und die russische Revolution war eben genau so ein Vorbild für Millionen Menschen auf der ganzen Welt, für Arbeiterinnen und Arbeiter, für die unterdrückten Völker in den Kolonien, die gegen die Kolonialherren, gegen die Kolonialherrschaft und den Imperialismus gekämpft haben, und die sich zum Schlachtruf sozusagen gemacht haben, wir wollen mit unseren Herrschenden Russisch reden. Genau, und was ich heute in dem Referat beantworten möchte, ist, ja, wie konnte die russische Revolution so erfolgreich sein und wie funktioniert generell eine erfolgreiche sozialistische Revolution? Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit man tatsächlich den Kapitalismus und die Unterdrückung auf dem Müllhaufen der Geschichte befördern kann? Genau, als erstes ist natürlich klar, die Bedingungen im Russland des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts sind natürlich ganz anders als im Österreich des Jahr 2020. Ich gehe davon aus, auch in Deutschland gibt es nicht mehr die Situation, dass die meisten Menschen auf dem Land leben, Bauern sind, dass eine absolute Monarchie herrscht. Genau. Es gibt also natürlich andere Bedingungen heute in vielen Punkten. Aber zentral ist das grundlegende ökonomische, wirtschaftliche System, das grundlegende System, nach dem gewirtschaftet worden ist, war auch damals der Kapitalismus. Der Kapitalismus war auch in Russland damals schon angekommen. In den Städten hat es viele große Betriebe gegeben, in denen produziert worden ist. Eisenbahnen haben begonnen, das ganze Land zu verknüpfen. Der Bergbau ist entwickelt worden. Genau. Kurz, es hat sich eine Arbeiterklasse gebildet, die auch sehr schnell revolutionäre Schlussfolgerungen gezogen hat. Die Bedingungen waren sehr schlecht. Es hat quasi nicht nur eine Diktatur in der Gesellschaft durch die absolute Monarchie gegeben, sondern auch eine absolute Diktatur am Arbeitsplatz. Genau. Und so hat sich sehr schnell eine Dynamik entwickelt, wo Streiks stattgefunden haben, beginnend mit Forderungen nach höheren Löhnen, kürzeren Arbeitszeiten, besseren Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort. Aber diese Forderungen sind auch immer öfter ergänzt worden durch politische Forderungen. Es war klar für Arbeiterinnen und Arbeiter, dass die Gesetze, so wie sie gemacht sind, dazu dienen, die Herrschaft nicht nur des Zaren, sondern die Herrschaft des Kapitalisten in der Fabrik aufrechtzuerhalten. Die Polizei hat teilweise auch die Armee Streiks aufgelöst, Demonstrationen gewalttätig niedergeschlagen. Kurz, es war klar, dass es einen politischen Kampf braucht, um tatsächlich Verbesserungen zu erringen. Und ich kann leider nicht viel dazu sagen, was die Vorgeschichte der russischen Revolution tatsächlich ist. Das ist ein sehr interessantes Thema, das aber ein eigenes Referat füllen würde. Und so nur in 1,5 Sätzen sozusagen. 1905 ist die erste russische Revolution ausgebrochen und gescheitert. Es hat eine Phase gegeben, wo die Reaktionären, das Zarentum, der Absolutismus scheinbar wieder fest im Sattel gesessen ist. Hin zum Ersten Weltkrieg ist die revolutionäre Bewegung wieder aufgeflammt. Es hat wieder mehr Demonstrationen, Streiks gegeben. Im Juli 1914 hat der französische Botschafter berichtet, also wenige Tage bevor der Erste Weltkrieg angefangen hat, dass in Petrograd, St. Petersburg, der damaligen Hauptstadt des Russischen Reiches, Barrikaden stehen und Demonstranten mit roten Fahnen aufmarschieren. Genau, der Erste Weltkrieg hat diese Dynamik
durchbrochen, aber schließlich hat im Februar 1917 die heute als eigentliche russische Revolution bekannte Revolution begonnen. Und ich glaube, das Erste, was man festhalten muss, ist, diese Revolution war nicht geplant von einer Partei, von einer Organisation, von Aktivisten, die im Untergrund agiert haben. Die Revolutionäre haben sich natürlich auf die Revolution vorbereitet. Sie wussten, die Widersprüche werden früher oder später dazu führen, dass eine Revolution ausbrechen wird. Aber diese Revolution hat von unten begonnen, völlig ungeplant. Es hat im Dezember, im Januar schon große Streiks in verschiedenen Fabriken gegeben. Die Streikbewegung ist immer stärker geworden und der Unmut ist stärker geworden wegen den Bedingungen, die der Krieg geschaffen hat. Hunger, Kälte im tiefsten Winter, kaum Brennstoff zum Heizen. Und schließlich am Weltfrauentag nach dem damaligen russischen Kalender, dem 23. Februar, hat die Revolution begonnen. Und zwar angefangen mit Arbeiterinnen in den Textilfabriken. Die am meisten unterdrückte Schicht der Arbeiterklasse, die am wenigsten Rechte gehabt hat, einen sehr niedrigen Lohn hatte. Und diese Arbeiterinnen haben es einfach nicht mehr ertragen und von unten spontan begonnen, die Jahrhunderte Jahre alte Herrschaft zu durchbrechen, die der Zarismus aufgerichtet hat. Die Arbeiterinnen in den Textilfabriken sind in den Streik getreten, sind zu den großen Metallfabriken gegangen, zum Beispiel den Putilow-Werken, die damals hauptsächlich durch die Kriegsproduktion 40.000 Arbeiterinnen und Arbeiter beschäftigt haben. Sie sind zu den revolutionären Organisationen gegangen und haben verlangt, dass ein Generalstreik organisiert wird. Und das ist tatsächlich auch passiert. Wie gesagt, ich kann nicht zu sehr ins Detail gehen, aber nur so viel sei gesagt. Innerhalb von 5 Tagen ist aus diesem Streik, der zum Generalstreik in Petrograd geworden ist, eine ausgewachsene Revolution, ein Aufstand geworden, bei dem massenhaft Soldaten übergelaufen sind auf die Seite der Revolution, die Polizei vertrieben worden ist durch die gemeinsame Aktion der Arbeiter, oft geholfen durch Soldaten. Und am Schluss ist es so weit gewesen, dass der Zar, der sich am Front als Heerführer aufgespielt hat, versucht hat, in seine Hauptstadt zurückzukommen und nicht einmal mehr das geschafft haben, weil ein Streik der Eisenbahner das verhindert hat. Also alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will. Und so musste er wenig später klanglos abdanken. Aber in Wirklichkeit war er davor schon wie ein toter Fisch, der auf dem Land noch herumzappelt, keinerlei Macht, keinerlei Einfluss mehr gehabt. Innerhalb von 5 Tagen hat dieser Einbruch der Massen in die reale Situation die Jahrhunderte alte Ordnung einfach weggewischt, die Monarchie, die Herrschaft der Romanows. Genau. Und ich glaube, das ist zentral, das zu verstehen. Eine Revolution ist in allererster Linie genau das. Der Trotzki beschreibt es in der Geschichte der russischen Revolution in seinem Vorwort, einem Buch, das ich generell nur sehr stark empfehlen kann zu lesen, um die Lehren der russischen Revolution zu verstehen, aber auch den Lügen, die über sie verbreitet werden, etwas entgegenzusetzen. Er schreibt dort, der unbestreitbarste Charakterzug der Revolution ist die direkte Einmischung der Massen in die historischen Ereignisse. In gewöhnlichen Zeitläufen erhebt sich der Staat, der monarchistische wie der demokratische, über die Nation. Geschichte vollziehen die Fachmänner dieses Handwerks. Monarchen, Minister, Bürokraten, Parlamentarier, Journalisten. Aber an jenen Wendepunkten, wo die alte Ordnung den Massen unerträglich wird, durchbrechen diese die Barrieren, die sie vom politischen Schauplatz trennen, überrennen ihre traditionellen Vertreter und schaffen durch ihre Einmischung die Ausgangsposition für ein neues Regime. Und weiter unten schreibt er, wieder nochmal zugespitzt,
Die Geschichte der Revolution ist für uns vor allem die Geschichte des gewaltsamen Einbruchs der Massen in das Gebiet der Bestimmung über ihre eigenen Geschicke. Genau. Ich glaube, das ist zentral, das zu verstehen. Die Revolution ist ausgebrochen und sie bricht ja auch heutzutage durch eine elementare Wut, durch die Zuspitzung aller Widersprüche von unten aus. Genau. Das Beispiel, ein gutes Beispiel dafür ist eben auch der arabische Frühling. In Ägypten sind zwei Präsidenten gestürzt worden, eine Handvoll Regierungen dazu noch gleich mitgestürzt. Aber in Ägypten sieht man eben auch, dass das nicht reicht. Jetzt herrscht wieder eine Militärdiktatur, die brutal revolutionäre jugendliche Arbeiter, Arbeiterinnen unterdrückt. Genau, und in Russland hätte es genauso kommen können, aber die russischen Arbeiterinnen und Arbeiter, generell die Massen in Russland, hatten ein wichtiges Faustpfand sozusagen, und zwar die Erfahrungen von 1905, nämlich, dass wir uns auf niemanden verlassen können, außer auf die eigene organisierte Kraft. Die Revolution von 1905 hatte mit einer Petition an den Zaren begonnen, wobei man auch sagen muss, dass diese Petition tausendmal ernsthafter und entschlossener war als die Petitionen heutzutage. Also sie schreiben in dieser Petition, die Arbeiterinnen und Arbeiter von St. Petersburg, der Zar soll die Forderungen erfüllen, die sie stellen, zum Beispiel nach einem 8-Stunden-Tag, nach einer Verbesserung der Lage, nach politischen Freiheiten, oder wir sind bereit zu sterben. Genau. Aber der Zar hat mit absoluter Gewalt geantwortet, Hunderte sind erschossen worden. Die liberalen Politiker und Kapitalisten haben in der Duma, im damaligen Parlament, immer von der Freiheit geredet, aber im entscheidenden Moment haben sie sich genauso hinter die Ruhe und Ordnung der Zarenherrschaft gestellt. Das heißt, es war klar, die Arbeiterinnen und Arbeiter brauchen eine eigene Organisation, ihre Stärke muss organisiert werden. Es haben sich Gewerkschaften gebildet, Betriebskomitees, es gab revolutionäre Parteien, es gab auch später dann die Bodenkomitees der Bauern im Jahr 1917, da werde ich später noch was dazu sagen. Aber die zentrale Erfindung, wenn man so will, der russischen Arbeiterinnen und Arbeiter, die in keinem marxistischen Klassiker beschrieben, hervorgesagt worden ist oder sonstiges, aber deren Namen heute noch jeder kennt, das waren die Sowjets. Genau, was sind diese Sowjets? Wie gesagt, die sind schon 1905 entstanden, aber 1917 auf viel höhere Ebene wieder aufgerichtet worden. Sofort mit Beginn der revolutionären Bewegung haben sich Sowjets im ganzen Land gebildet, und mit dem Sturz des Zaren hat sich diese Dynamik noch verstärkt. Genau, und deswegen möchte ich ganz kurz beschreiben, was diese Sowjets tatsächlich sind, wie sie funktioniert haben. Das ist ein wichtiger Hinweis auch für Revolutionäre heutzutage, wie eine alternative Macht der Arbeiterinnen und Arbeiter ausschauen kann. Genau. Die Sowjets haben so ausgeschaut: Arbeiterinnen und Arbeiter in den verschiedensten Betrieben, egal ob Textilindustrie, Metallindustrie, teilweise auch Heimarbeiter, Dienstmädchen und so weiter, haben Delegierte gewählt, die sich im Sowjet treffen. Wenn die Betriebe nicht groß genug waren, haben sich mehrere Betriebe oder einzelne Angestellte oder so zusammengetan, um gemeinsam Delegierte zu wählen. Die Sowjets sind ein ziemlich direktes Instrument der Vertretung. Diese Delegierten, die gewählt sind, sind jederzeit wählbar, aber eben auch abwählbar, wenn sie nicht das tun, wofür sie gewählt wurden. Also es ist nicht selten vorgekommen, dass zum Beispiel in einer Fabrik eine Betriebsversammlung stattgefunden hat, wo über Entscheidungen des Sowjets diskutiert worden ist, und wenn der Delegierte nicht erklären hat können, warum er so abgestimmt hat, wie er abgestimmt hat, dann ist er halt beim nächsten Mal nicht mehr delegiert worden.
sofort abgewählt worden. Ein weiterer wichtiger Punkt, der die Sowjets auszeichnet, ist, dass sie alle Arbeiter und Arbeiterinnen vereinigen und später dann eben in der russischen Revolution 1917 auch die Soldaten, die ja millionenfach wegen dem Ersten Weltkrieg eingezogen worden sind, die Bauern und Bäuerinnen, genau. Und zwar vereinigen sie diese Leute, egal in welcher Branche sie arbeiten, welche politische Zugehörigkeit sie haben, welche Herkunft, Hautfarbe, welches Geschlecht sie haben. Ein sehr bezeichnender Ausdruck davon ist, dass im Sowjet 1905 in St. Petersburg 6 Frauen gewählt worden sind, was völlig undenkbar war in der rückständigen politischen Atmosphäre und den Gesetzen im damaligen Russland. Genau, also sie wirken vereinigend und als Ausdruck eines kollektiven Willens. Genau, und als letztes ist aber auch wichtig, dass sie eine praktische Organisation sind. Also man darf sich einen Sowjet nicht als ein bürgerliches Parlament vorstellen, das nur diskutiert und einen Beschluss trifft und dann wieder auseinandergeht, sondern in den Sowjets wird das gemeinsame Vorgehen besprochen, diskutiert, beschlossen und gleichzeitig die Umsetzung dieses Beschlusses organisiert. Genau, Sowjets sind also ein sehr direkter Ausdruck des Willens der Masse, der normalen Arbeiterinnen und Arbeiter, aber sie sind trotzdem effizient und stark organisiert. Wiederum Leo Trotzki, wichtiger Führer der russischen Revolution und Theoretiker des Marxismus, hat ihre Funktion in seinem Buch 1905 über die erste russische Revolution so beschrieben. Ich möchte es vorlesen. Der Arbeiterdelegiertenrat, der damalige Name vom Sowjet, Sowjet heißt im Übrigen nichts anderes als Rat auf Russisch, entstand als Erfüllung eines objektiven, durch den Gang der Ereignisse erzeugten Bedürfnisses nach einer Organisation, die die Autorität darstellen konnte, ohne Tradition zu haben. Eine Organisation, die mit einem Male die zerstreuten, nach Hunderttausenden zählenden Massen umfassen konnte, ohne ihnen viele organisatorische Hemmungen aufzulegen. Sie verlangte nach einer Organisation, die die revolutionären Strömungen innerhalb des Proletariats vereinigen, die einer Initiative fähig und automatisch sich selbst kontrollieren könnte und, was die Hauptsache ist, eine Organisation, die man innerhalb von 24 Stunden ins Leben rufen könnte. Genau, und das ist auch in der Revolution 1917 passiert. Während noch die Kämpfe getobt haben, hat sich schon in Petrograd der Sowjet wieder neu gebildet, was in Wirklichkeit ein Ergebnis der Erfahrungen aller vorherigen Kämpfe waren, weil sich einfach gezeigt hat, durch diese schnelle, flexible, überparteiliche, alle mit einbeziehende Organisationsform, die aber sehr kontrollierbar war durch die Arbeiterinnen und Arbeiter, ist eine sehr effiziente Organisierung des Kampfes möglich. Genau, aber es ist noch etwas Wichtiges gewesen. Dieser Sowjet, ich glaube, das ist wichtig für uns zu verstehen. In Revolutionen gibt es oft eine spontane Organisierung von unten, auch heute noch. Im Sudan, in Ägypten haben sich oft Komitees gebildet, die versucht haben, Sicherheit zu organisieren, versuchen, Demonstrationen zu organisieren, Streiks und so weiter. Aber es ist zentral, dass der Sowjet eben versucht hat, das so breit wie möglich zu machen und so weit zusammengefasst, wie es geht. Im Jahr 1917 haben sich die Sowjets eben auch überregional und national organisiert. Der erste allrussische Sowjetkongress hat im Juni stattgefunden, einige Monate nach dem Beginn der Revolution. Und bei dem sind Delegierte zusammengekommen, die ungefähr 20 Millionen Menschen repräsentiert haben, also von 20 Millionen Menschen direkt gewählt und kontrolliert worden sind. Aber es hat auch sonst viele regionale und nationale Kongresse aller möglichen Organisationen, regionale Sowjetkongresse und so weiter gegeben. Und das ist wichtig, damit hat sich eine Alternative zur alten Staatsmacht gebildet, die auch
die auch national organisiert ist. Genau. Und aus dieser Situation ist eben eine Situation der Doppelmacht, wir Marxisten nennen das eine Doppelmachtsituation, entstanden. Wir erinnern uns, der Zar dankt ab und es bildet sich eben sehr schnell eine bürgerliche, eine provisorische Regierung. Damals hat sich alles provisorisch genannt. Aus den Mitgliedern der alten Reichsduma, also aus dem alten Parlament, das unter dem Zaren gewählt worden ist. Aber es bildet sich sofort ein Sowjet in Petrograd, der Hauptstadt, als Gegenpol. Genau. In seinem Buch eben Geschichte der russischen Revolution beschreibt Trotzki die Arbeit dieses neu gebildeten Sowjets im Februar 1917, also noch vor der Abdankung des Zaren, so. Er wählt eine provisorische Ernährungskommission und überträgt ihr die Sorge um die Aufständischen und um die Garnison, also die Soldaten, überhaupt. Er stellt an seine Seite einen provisorischen revolutionären Stab, alles heißt in diesen Tagen provisorisch, von dem wir bereits gesprochen haben. Um die Finanzmittel der Verfügung der Beamten der alten Regierung zu entziehen, beschließt der Sowjet Reichsbank, Reichsschatzamt, Münze und Ausgabestelle für Staatspapiere sofort durch revolutionäre Wachen zu besetzen. Die Aufgaben und die Funktionen des Sowjets wachsen unter dem Druck der Massen ununterbrochen. Die Revolution bekommt ihr unbestreitbares Zentrum. Die Arbeiter, Soldaten und bald auch die Bauern werden sich von nun an nur noch an den Sowjet wenden. Er wird in ihren Augen der Mittelpunkt aller Hoffnungen und aller Behörden, die Verkörperung der Revolution selbst sein. Genau, also man sieht, allein durch diese Maßnahmen, die der Sowjet getroffen hat, wie er praktisch in Wirklichkeit schon eine neue Staatsmacht herausbildet. Aber man muss wissen, zu diesem Zeitpunkt sind im Sowjet die sogenannten gemäßigten Sozialisten, wir würden sie heute Reformisten nennen, in einer großen, in einer überwältigenden Mehrheit. Und ihre Strategie ist, dass sie die Zusammenarbeit und den Kompromiss mit der neuen bürgerlichen provisorischen Regierung und generell mit den Kapitalisten suchen. Also man kennt es von den heutigen Reformisten, die Große Koalition ist heilig, die Beteiligung an einer bürgerlichen Regierung ist das höchste Ziel und die Einbindung in den Staatsapparat, in den alten Staatsapparat, ist zentral. Genau, aber die Arbeiter und Soldaten beginnen sofort, wie Trotzki eben schildert, für konkrete Verbesserungen zu kämpfen und massiven Druck von unten auf die Sowjetführung zu machen. Ein wichtiges Beispiel, ein sehr interessantes Beispiel ist der Kampf um den 8-Stunden-Tag. Der wurde in der russischen Revolution nach dem Sturz des Zaren innerhalb von wenigen Wochen von unten durchgesetzt. Der ist davor jahrzehntelang als Kampfziel genannt worden, weltweit in Wirklichkeit, also nach der Formel 8 Stunden Arbeit, 8 Stunden Ruhe, 8 Stunden Schlaf. Und in der russischen Revolution eben innerhalb von wenigen Wochen durchgesetzt worden, aber gegen den Willen der Sowjetführer, die keinen Beschluss fassen wollten, diesen 8-Stunden-Takt tatsächlich auch gesetzlich zu verankern, sondern er ist in verschiedenen Regionen, in einzelnen Fabriken von unten erkämpft worden. Das Ganze ist so weit gegangen, dass am ersten Sowjetkongress, den ich vorhin schon beschrieben habe, im Juni sogar ein Antrag zur Einführung des 8-Stunden-Tags abgelehnt worden ist. Genau. Aber besonders interessant für diese Urgewalt des Drucks von unten sozusagen, was damit mit dieser revolutionären Initiative von unten tatsächlich umgesetzt werden konnte, innerhalb von kürzester Zeit, ist der sogenannte Befehl Nummer 1 des Petrograder Sowjets, der exemplarisch dafür ist, dass diese neue Organisation tatsächlich reale Macht hatte und begonnen hat, diese auszuüben. Und ich möchte es kurz vorlesen, bis auf einen Punkt, der ein bisschen technisch ist.
Aber es ist echt interessant zu sehen, wie dieser Sowjet quasi funktioniert hat. Der Befehl Nummer 1 lautet so: Der Sowjet der Arbeiter- und Soldatendelegierten hat beschlossen, erstens, in allen Kompanien, Bataillonen, Regimentern, Batterien, Schwadronen, in allen Dienststellen der verschiedenen militärischen Verwaltungen sowie auf den Schiffen der Kriegsflotte sind unverzüglich Komitees aus gewählten Vertretern der Mannschaften der oben aufgezählten Truppenteile zu wählen. Dann, in allen politischen Angelegenheiten untersteht jeder Truppenteil dem Sowjet der Arbeiter- und Soldatendelegierten und seinen Komitees. Die Befehle der Militärischen Kommission der Reichsduma sind nur in Fällen auszuführen, wenn sie zu den Befehlen und Beschlüssen des Sowjets der Arbeiter- und Soldatendelegierten nicht in Widerspruch wehen. Also der offiziellen Regierung sozusagen. Der Sowjet hat beschlossen, den Befehlen nur dann Folge zu leisten, wenn sie nicht im Widerspruch zu den eigenen Beschlüssen stehen. Fünftens, alle Arten von Waffen wie Gewehre, Maschinengewehre, Panzerautos und so weiter müssen sich in den Händen und unter Kontrolle der Kompanie- und Bataillonskomitees befinden und dürfen unter keinen Umständen den Offizieren ausgeliefert werden, auch wenn sie dies verlangen. Sechstens, bei Ausübung ihres Dienstes müssen die Soldaten die strengste militärische Disziplin einhalten, aber außerhalb des Dienstes dürfen die Soldaten in ihrem politischen, bürgerlichen und privaten Leben in denjenigen Rechten keineswegs beeinträchtigt werden, die alle übrigen Bürger genießen. Der militärische Gruß außerhalb des Dienstes wird abgeschafft. Und siebtens, ebenso wie das Titulieren der Offiziere, Exzellenz, Wohlgeboren und so weiter, abgeschafft und durch Wendungen wie Herr General und so weiter ersetzt. Grobes Verhalten, unter anderem das Duzen gegenüber den Soldaten, wird verboten. Von jeder Übertretung dieser Anordnung sowie über alle Missverständnisse zwischen Offizieren und Soldaten sind letztere verpflichtet, ihre Kompaniekomitees in Kenntnis zu setzen. Genau, man sieht, das ist ein sehr bezeichnender Beschluss. Er ist sehr radikal, aber wir müssen uns erinnern, die Sowjetführer, die damals diesen Beschluss beschlossen haben, wollten keine so radikalen Sachen führen. Sie haben befürchtet, dass sie das tatsächlich, was passiert ist, in Widerspruch zu den Kapitalisten und zu den Bürgerlichen bringen wird. Und sie wollten unter keinen Umständen die Bürgerlichen verschrecken. Aber sie haben diesen radikalen Beschluss umgesetzt, weil der Druck von unten noch viel radikaler war, viel weitgehender war. Die Soldaten sind im Ersten Weltkrieg von ihren Offizieren wie Vieh behandelt worden. Und die Revolution hat all diese aufgestaute Wut, all diese Demütigungen von unten mit einem Schlag durchbrochen. Und die Forderung, die aus den Schützengräben, aus den Kasernen und so weiter zentral gewesen ist in dieser Zeit, war nicht die Kontrolle der Offiziere, sondern die freie Wahl, Wählbarkeit und Abwählbarkeit der Offiziere. Genau, also dieser Befehl Nummer 1, der eine extrem wichtige Rolle gespielt hat in der Bildung von Komitees, demokratischen Vertretungen innerhalb der Armee, war in Wirklichkeit nur ein Kompromiss, den die Sowjetführer eingegangen sind, um nicht noch radikalere Maßnahmen eingehen zu müssen. Und trotzdem, und das zeichnet eben die Revolution aus, hat das nichts genutzt. Von unten sind trotzdem die Offiziere oft abgesetzt, eigene Offiziere eingesetzt werden worden von den Soldaten selbst und die alten Offiziere sogar teilweise verhaftet worden. Genau. Also man sieht, was der Druck von unten ausrichten kann, aber der hat eben auch seine Grenzen. Die angesprochenen gemäßigten Sozialisten, die Reformisten, wollten eben nicht, dass die Arbeiterklasse selbst die Macht hat und ausübt, sondern haben, wie ich es schon erklärt habe, ein Abkommen mit den Bürgerlichen gesucht. Und die Reaktion vom Bürgertum selber ist aber immer mehr, sich in dieser Zeit auf die Unterstützung der Reformisten zu stützen, weil sie wussten, dass sie in der Gesellschaft sonst keinerlei Verankerung mehr gehabt haben, nachdem die Revolution eben den Willen jedes Arbeiters, jeder Arbeiterin angespornt hat, für die Rechte zu kämpfen.
Mit jeder Regierungskrise sind deswegen auch mehr Reformisten, die sogenannten Sozialrevolutionäre, Menschewiki, ich kann leider nicht auf diese Parteien genauer eingehen, in die Regierung aufgenommen worden, je mehr sich die Situation zugespitzt hat, um sozusagen die Wut der Massen abzulenken und zu zeigen, eure Vertreter sind eh auf unserer Seite. Aber je mehr sich diese Situation zugespitzt hat, hat diese Logik eben dazu geführt, paradoxerweise auf den ersten Blick, aber man wird gleich sehen, warum das so ist, dass die Reformisten unter dem Druck der Revolution sich immer direkter auf die Seite der Bürgerlichen gestellt haben. Also der Druck von unten hat zu Reformen geführt, die umgesetzt worden sind, aber er hat ein klares Limit gehabt. Es war nicht möglich, die reformistischen Führer dazu zu zwingen, auf eine revolutionäre Position überzugehen. Und wo das probiert worden ist, hat es in Wirklichkeit in den allermeisten Fällen genau das Gegenteil bewirkt. Die revolutionäre Position dagegen hat Lenin mit seinen April-Thesen formuliert. Und sie ist eigentlich extrem einfach und extrem leicht zu verstehen. Die Bolschewiki wären mit dieser Position, die ich erklären werde, die einzige Partei, die für die Machtübernahme der Arbeiterklasse, der armen Bauern, der Soldaten direkt steht. Wie? Die zentralen Slogans sind Brot für die Arbeiter, Land für die Bauern und Frieden für alle, aber insbesondere für die Soldaten, die in den Schützengräben sterben müssen. Und als vierten Slogan und wie das erreicht werden kann, alle Macht den Sowjets. Also es sind keine Forderungen, die sich die Bolschewiki quasi sehr, wie sagt man, sehr, sehr genau aus der Situation heraus selbst überlegt haben, sondern es waren Forderungen, die man nicht überhören könnte, die im ganzen Land jeder einzelne Arbeiter, jede Arbeiterin, alle Bauern, alle Soldaten die ganze Zeit gefordert, eingefordert, darum gekämpft haben. Und die Position der Bolschewiki war, wir kämpfen für das, wofür die Massen der Arbeiter kämpfen und wir erklären aber, wie das umgesetzt werden kann, eben durch die Macht der Sowjets, durch die Machtübernahme der Arbeiterklasse. Im April hat eine Regierungskrise durch Massendemonstrationen gegen die Machenschaften der provisorischen Regierung dazu geführt, dass die Reformisten, die Menschewiki und Sozialrevolutionäre als erstes in diese große Koalition eingetreten sind, um sie zu retten. Das kann man sehr direkt nachweisen. Also die Ministerien, die am unangenehmsten waren, das Arbeitsministerium, das Kriegsministerium durch den Sozialisten Kerensky besetzt und so weiter, sind von diesen Reformisten besetzt worden. Und im Juli haben die Arbeiter und Soldaten in Petrograd schließlich genug und starten halb den Versuch, die alte Führung zu zwingen, die richtige Position einzunehmen und die Macht zu übernehmen und halb schon den Versuch, das Problem selbst zu lösen, in die Hand zu nehmen. Und es gibt eine Demonstration der Arbeiter und Soldaten in Petrograd, die schon in Wirklichkeit an einen Aufstand grenzt, an einen spontanen Aufstand gegen die provisorische Regierung und die alte Sowjetführung. Die Stimmung ist äußerst angespannt. Soldaten, Matrosen von den Kriegsschiffen und Arbeiter und Arbeiterinnen demonstrieren. Sie stürmen den Sitzungssaal, in dem das Exekutivkomitee der Sowjets, also man könnte sagen, parlamentarische Vertretung des Sowjets, tagt. Und ich zitiere da wieder aus Geschichte der russischen Revolution. Einer der Arbeiter, ein klassischer Sans-Culotte, in Mütze und blauer kurzer blauer Bluse ohne Gürtel, die Flinte in der Hand, springt bebend vor Erregung und Zorn auf die Rednertribüne. Genossen, sollen wir Arbeiter noch lange den Verrat über uns ergehen lassen? Ihr trefft Abmachung mit der Bourgeoisie und den Gutsbesitzern. Wir sind hier 30.000 Putilofer Arbeiter. Wir werden unseren Willen durchsetzen.
Aber das Zentrale, was man aus diesen Julitagen mitnehmen kann, ist, sie konnten ihren Willen noch nicht durchsetzen. Die Arbeiterinnen und Arbeiter, die Soldaten, die Matrosen, die diese Schlussfolgerung gezogen haben, waren noch isoliert im Land. Viele außerhalb der Hauptstadt, wo die politischen Erfahrungen schneller und viel deutlicher unter dem Eindruck der direkten Maßnahmen der Regierung gemacht wurden, haben den Reformisten noch vertraut oder sogar der provisorischen Regierung. Und deswegen führt dieser spontane Aufstandsversuch in eine Niederlage. Es gibt viele Verhaftungen, Lynchmorde an Arbeitern von Reaktionären. Die Bolschewiki werden verboten, Lenin muss sich verstecken. Also sie werden verboten in dem Sinne, dass sie nicht mehr legal als Organisation funktionieren können. Doch unter Eindruck dieses deutlichen Verrats der reformistischen Führer der Sowjets, die bei dieser Hetze mitmachen, die Angst gehabt haben, weil die Slogans der Bolschewiki immer mehr auf Zustimmung gestoßen sind, die Bolschewiki immer mehr Unterstützung dafür bekommen haben, passiert eigentlich genau das Gegenteil, nämlich die Bolschewiki gewinnen immer mehr Einfluss und Vertrauen und die Reformisten verlieren immer mehr davon. Es gibt einige Beispiele von der Front, die ja noch, der Erste Weltkrieg tobt ja noch weiter und zu dem Zeitpunkt findet sogar eine Offensive statt, die nach dem Kriegsminister, dem sogenannten Sozialisten Kerensky, Kerensky-Offensive benannt worden ist. Aber es gibt dort viele Beispiele, wo Soldaten Frieden wollten und von den Offizieren als Bolschewiki denunziert worden sind. Und das hat genau den gegenteiligen Einfluss gehabt, den sie eigentlich geplant haben, diese Offiziere, nämlich sie sind nicht diskreditiert worden dadurch, sondern sie haben begonnen, sich mit dieser Partei zu identifizieren. Sozusagen, wenn die Bolschewiki für den Frieden sind, dann bin ich auch Bolschewik. Und so schaffen sie es eben, die Mehrheit bei den Arbeitern und Soldaten zu gewinnen. Und ein Sowjet nach dem anderen im ganzen Land hat eine bolschewistische Mehrheit bekommen. Und da zeigt sich wieder der Vorteil von dieser Organisationsmethode, weil nicht wie im bürgerlichen Parlament diese Schlussfolgerungen 4 Jahre lang sozusagen in der eigenen Hosentasche aufbewahrt werden haben müssen, sondern weil die Arbeiterinnen und Arbeiter direkt, wenn sie überzeugt waren, dass die alten Führer nicht funktionieren, eine neue Führung wählen konnten. Und diese Situation führt dazu, dass die herrschende Klasse, die Kapitalisten, die alten Gutsbesitzer, die Generäle, auch immer wieder deutlich Zuflucht bei offener Reaktion suchen. Sie unterstützen zum Beispiel einen versuchten Militärputsch von General Kornilow, der verspricht, dass er die Revolution im Blut ertränken will, mit seinen Militäreinheiten auf die Hauptstadt zu marschiert und in Wirklichkeit nur und ausschließlich am Widerstand der Massen scheitert, nicht am Widerstand der provisorischen Regierung. Aber dieser Putschversuch ist ein Zeichen für das, was kommt. Und nachdem die Bolschewiki die einzige Kraft waren, die den Widerstand der normalen Bevölkerung gegen diesen Militärputsch tatsächlich organisiert haben, beschleunigt er in Wirklichkeit nur ihr Wachstum und ihr Vertrauen, das sie genießen. Und daher ist die überwältigende Mehrheit, die die Machtübernahme der Sowjets will und damit eine zweite Revolution zu machen, in Wirklichkeit gewonnen. Aber die russische Revolution ist ein weiteres gutes Lehrstück dafür, dass es nicht einfach reicht, diese Mehrheit zu gewinnen für Revolutionäre. Die provisorische Regierung ist weiter im Winterpalais gesessen und ist auch nicht untätig. Also sie hat immer mehr den Einfluss verloren, aber sie versucht weiterhin gegen die Revolution zu arbeiten. Zum Beispiel versucht sie zu diesem Zeitpunkt
die Garnison aus Petrograd herauszuverlegen, insbesondere die revolutionärsten Militäreinheiten. Früher im Jahr 1917 gab es sogar einen Plan, die Stadt zu deindustrialisieren, um die Arbeiter, die nur noch gemacht haben, was sie für richtig hielten und nicht, was die Kapitalisten für richtig gehalten haben, aus der Hauptstadt herauszubekommen und aufs ganze Land zu verteilen und sozusagen dadurch die Organisierung unmöglich zu machen. Also es ist klar, es braucht noch einen letzten Funken, wenn man so will, einen Aufstand gegen die alte Ordnung, der das neue Kräfteverhältnis in der Gesellschaft tatsächlich besiegelt und realisiert, dass es eben nicht nur ein Potenzial ist, die Überzeugung und der Wille der absoluten Mehrheit der Arbeiterinnen und Arbeiter, der armen Bauern, der Soldaten, sondern dass es tatsächlich realisiert wird. Dieser Aufstand findet statt und der ist eben als Oktoberrevolution bekannt, zum Anlass des Zusammentretens des Zweiten Sowjetkongresses. Genau, die Reformisten haben versucht, diese Einberufung des Zweiten Allrussischen Sowjetkongresses zu verzögern oder sogar zu verhindern. Der sollte eigentlich nach den Statuten des Sowjets alle 3 Monate stattfinden. Also wenn man rechnet, Juni, Juli, August, im September sollte der schon stattfinden. Aber nachdem klar geworden ist, dass die Bolschewiki die Mehrheit in diesem Sowjet erringen werden, haben sie das so lange wie möglich verzögert bis Ende Oktober. Generell, also wenn man euch versucht zu erzählen, dass in der Oktoberrevolution die Demokratie besiegt worden ist, kann man vielleicht nebenbei bemerken, dass die sogenannte demokratische provisorische Regierung in der ganzen Zeit ihres Bestehens sich keiner einzigen Wahl gestellt hat. Im Gegensatz eben zu den Sowjets, die jederzeit gewählt und wieder abgewählt worden sind. Aber eben zurück zum Sowjetkongress, es war klar, dass die überwältigende Mehrheit für die Machtübernahme der Sowjets war. Zum Beispiel eben auch neben den Bolschewiki die Abspaltung der Sozialrevolutionäre, die sogenannten linken Sozialrevolutionäre, die zu dem Zeitpunkt eine starke Verankerung bei den Bauern hatten. Aber ich möchte es nur mal direkt beantworten und alle enttäuschen, die Vorstellung haben, dass die Oktoberrevolution ein Putsch war. Die Machtübernahme der Arbeiterinnen und Arbeiter ist vor allen Augen vorbereitet worden. Nur 3 Tage vor dem Aufstand, also am 4. November, nach unserer heutigen Zeitrechnung, hat der Petrograder Sowjet, bei dem die Bolschewiki schon die Mehrheit hatten, Massenversammlungen einberufen, auf denen hunderttausende Menschen teilgenommen haben und auf denen offen über den kommenden Sowjetkongress und über dessen Machtübernahme diskutiert und geredet worden ist. Am 7. November, am Tag vor der Eröffnung des Sowjetkongresses, ist es dann soweit und der Aufstand selbst, der organisiert worden ist, von einem Organ des Petrograder Sowjets. Der war eine ziemlich geräuschlose Sache. Zumindest in Petrograd, in der Hauptstadt, hat kein Generalstreik stattgefunden, keine Massendemos. Es hat auch so gut wie keine Kämpfe gegeben. Es hat sich einfach fast niemand mehr gefunden, der die alte Ordnung verteidigt hätte. Und deswegen war die Revolution in Wirklichkeit zu dem Zeitpunkt der Aufstand nichts anderes, als dass revolutionäre Soldaten und die Roten Garden, die Milizen der Arbeiter, zentrale Verkehrsknotenpunkte besetzt haben, auch Banken besetzt haben. Es wäre nicht das erste Mal, dass die Herrschenden in letzter Sekunde versuchen, ihr zusammengestohlenen Reichtum in Sicherheit zu bringen. Die alte Regierung ist im Winterpalais nach kurzen Kämpfen verhaftet worden. Und das war es eigentlich auch schon. Also in Wirklichkeit waren 9/10 der Revolution schon davor dadurch geleistet, dass die überwältigende Mehrheit für die Machtübernahme des Sowjets, der Arbeiterinnen und Arbeiter, gewonnen war. Aber es hat eben dieses 1/10, den Aufstand, den Höhepunkt der Revolution gebraucht. Auf dem Sowjetkongress
ist in nur wenigen Stunden so weitreichende Beschlüsse gefasst worden, wie es nur eine Revolution leisten können. Es ist ein Dekret über den Frieden beschlossen worden, in dem ein sofortiger Waffenstillstand verkündet worden ist und ein Aufruf an alle kriegsführenden Völker, sofort in Friedensverhandlungen einzutreten, was später auch mit dem Friedensvertrag von Brest-Litovsk besiegelt worden ist dann. Es ist ein Dekret über den Grund und Boden beschlossen worden, in dem alles Land enteignet und denjenigen übergeben worden ist, die es auch bearbeiten, also tatsächlich die arbeitenden Bauern und nicht die Großgrundbesitzer. Es ist eine Erklärung verabschiedet worden, dass alle Macht jetzt bei den Sowjets im ganzen Land liegt und die Bildung einer Sowjetregierung, des sogenannten Rats der Volkskommissare, ist beschlossen worden. Die im Übrigen wieder so eine Lüge, die oft erzählt war, nach einer kurzen Zwischenperiode eine Koalitionsregierung war, also keine Alleinregierung der Bolschewiki, eine Koalition von Bolschewiki, linken Sozialrevolutionären und einigen kleineren Gruppen, die auch für die Machtübernahme der Sowjets waren. All diese Beschlüsse passen auf wenige Seiten, sind extrem kurz. Ich könnte die mit ein bisschen mehr Zeit vorlesen, aber ich rede jetzt schon ziemlich lang und werde das auf keinen Fall tun. Aber ich kann nur jedem empfehlen, die selber zu lesen. Und ich will mir die organisatorischen Details sparen, aber in den Wochen darauf sind noch eine ganze Reihe anderer Dekrete beschlossen worden, die genauso weit reichen, zum Beispiel über die Arbeiterkontrolle in Fabriken, die Trennung von Kirche und Staat, die völlige rechtliche Gleichstellung von Mann und Frau. Die Liste ist sehr lang, aber ein Beispiel, an dem man sieht, wie einfach, aber wie deutlich eine Revolution Reformen umsetzen kann, ist das Dekret über die Rechte der Völker Russlands. Es ist sehr wichtig für die russische Revolution, weil 40% der Bevölkerung des Russischen Reichs keine Russen sind, sondern massiv unterdrückte Minderheiten, oft auch religiöse Minderheiten. Dieses Dekret hält fest, erstens die Gleichheit und Souveränität der Völker Russlands, zweitens das freie Selbstbestimmungsrecht der Völker Russlands, einschließlich des Rechts auf Absonderung und Bildung eines selbstständigen Staates, drittens die Aufhebung aller und jeder nationalen und nationalreligiösen Vorrechte und Beschränkungen und viertens die freie Entwicklung der Minderheitsnationalitäten und Völkergruppen, die in Russland leben. Es ist nur ein Beispiel für das, wie weitgehend diese Beschlüsse eigentlich alle waren, wie weitgehend die Revolution das alltägliche Leben umgeändert hat. Aber die Frage ist, wie sind die umgesetzt worden? Und das ist die letzte Frage, die ich beantworten will. Diese Dekrete, Beschlüsse sind alle schön und gut, aber erinnern wir uns nur mal an Trotzkis Definition von der Revolution. Revolution ist der Einbruch der Massen in die Geschichte, und die Initiative von normalen Arbeiterinnen und Arbeitern, von den Soldaten, von den Bauern, war das Entscheidende für die realen Auswirkungen dieser Dekrete. Sonst wären die nur leere Blätter Papier gewesen, auch in der Oktoberrevolution. Die Arbeiterkontrolle war nur möglich, wenn tatsächlich in jeder einzelnen Fabrik die Arbeiter sich organisiert haben und Kontrolle eingefordert haben, die Geschäftsbücher übernommen haben, geöffnet haben. Die Landaufteilung war nur möglich, wenn die Bauern das selbst in die Hand genommen haben, was sie massenhaft getan haben in der russischen Revolution. Die Sowjets haben nur die Macht lokal übernehmen können, wenn sie tatsächlich in jedem Dorf, in jeder Stadt, in der sie aktiv waren, das öffentliche Leben real selbst in die Hand und neu organisiert haben. Genau. Und die Aufgabe dieser ganzen Dekrete war also in letzter Instanz nichts anderes, als diese Initiative, die geschlummert hat, die teilweise herausgebrochen ist, die überall im ganzen Land stattgefunden hat, nicht die neu zu erfinden, sondern auf eine feste Grundlage zu stellen, eine feste politische Grundlage zu stellen und ihre Umsetzung zu organisieren und zu verallgemeinern, was eigentlich schon in der Situation angelegt haben. Der Lenin hat es in seinem Text »Wie werden wir den Wettbewerb organisieren?« so zusammengefasst: Eine der wichtigsten Aufgaben, wenn nicht die wichtigste, besteht jetzt darin,
diese selbstständige Initiative der Arbeiter und überhaupt aller Werktätigen und Ausgebeuteten bei der schöpferischen, organisatorischen Arbeit in möglichst breiten Umfang zu entwickeln. Mit den alten, albernen, unsinnigen, schändlichen und niederträchtigen Vorurteilen, nur die sogenannten höheren Klassen, nur die Reichen oder diejenigen, die durch die Schule der reichen Klassen gegangen sind, seien imstande, den Staat zu verwalten, den organisatorischen Aufbau der sozialistischen Gesellschaft zu leiten. Mit diesem Vorteil muss unter allen Umständen aufgeräumt werden. Genau. Ohne den Aufstand zur richtigen Zeit wäre das alles nie passiert. Die Leute wären enttäuscht geworden, passiv geworden, die Energie wäre ins Nichts gegangen und verdampft. Die Reaktionäre hätten irgendwann wieder Oberwasser bekommen können und der nächste oder vielleicht der übernächste General, der einen Putschversuch für Ruhe und Ordnung versprochen hätte und umgesetzt hätte, hätte Erfolg gehabt und wir würden heute von der heldenhaften, aber gescheiterten russischen Revolution sprechen. Und das ist genau das, worum wir heute diskutieren. Wir diskutieren die Rolle einer revolutionären Organisation, wie es die Bolschewiki war. Und die russische Revolution ist der Beweis dafür, dass eine sozialistische Revolution Erfolg haben kann und dass es dafür aber eine revolutionäre Organisation braucht, die zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, den Arbeiterinnen und Arbeitern nicht irgendein Programm aufdrücken will, sondern aufnimmt, was für Forderungen existieren, wie in Russland eben Brot, Land, Frieden und einen entschlossenen Kampf dafür organisiert. Aber dabei müssen wir auch heute, auch bei heutigen Revolutionen, die Wahrheit sagen. Um Reformen zu erreichen, um all diese Notwendigkeiten umzusetzen, um zum Beispiel Polizeigewalt in den USA und Rassismus besiegen zu können, müssen die Arbeiterinnen und Arbeiter, die Jugendlichen, die Macht selbst in die Hand nehmen. Also auch heute ist der Slogan, alle Macht den Sowjets und natürlich die Bildung der Sowjets. Das ist auch heute die Aufgabe. Und deswegen lade ich euch alle ein, uns beizutreten und bei dieser Aufgabe der Bildung einer revolutionären Organisation mitzumachen. Genau.